Ja Leute, was geht ab? Mucke hier am Start. Wir spielen heute Ark. Und zwar möchte ich mal unsere Base vorstellen. Wir haben jetzt, wir spielen auf einem neuen Public Server. Es ist die Map Decenter. Der Island wollten wir spielen. Es ist ja vor kurzem der große Island Page, der jetzt so gehypt wird, rausgekommen. Aber mir gefällt irgendwie Island nicht. Und wir sind hier auf der Map ganz im Norden. Wir stellen euch unsere Base vor. Wir spielen 3 Tage auf einem Server, der 4-fach Raid heißt. Heißt also Farm mal 4 alles. Aber wir wurden gestern, also für euch ist es vorgestern, da war das Fußballspiel, ja, Deutschland gegen Dingsbums, gegen Italien, wo wir sehr, sehr knapp gewonnen haben. Also hier im Norden sind wir im Vulkan. Und während des Fußballspiels wurden wir geradet, heißt also, wir hatten keine Chance zu verteidigen, weil wir alle woanders waren. Von Stream-Snipern, die da sogar wussten, dass wir geradet, oder dass wir weggehen, ne, die wussten, dass wir Fußballspielen gehen. Und ja, war die komplette Base weg und jetzt haben wir die über Nacht wieder aufgebaut. Wir haben also Quetzal und so aus, hey, Ankelo konnten wir zum Glück safen. Daher war das Farmen nicht schwer. Hier ist unsere kleine, aber bescheidene Base. Sieht noch recht klein aus. Wir fangen erstmal mit dem Stall an. Da sieht man, die haben also wirklich auf die böseste Art geradet. Die haben versucht, alle Foundations kaputt zu machen. Da sieht man auch hier, weil das war alles komplett weg. Das Dach stand nur noch, da sieht man auch die restlichen Einschüsse. Werden wir jetzt nicht repairen, weil wir werden das Ganze mit Metall überarbeiten. Heute wahrscheinlich im Livestream oder für euch gestern oder wahrscheinlich vielleicht heute, wer weiß, wie lange das dauert. Müssen dann noch Turrets drauf klatschen, denn in 20 Minuten läuft Base Protection wieder aus. Denn auf dem Server sind nicht die Dinos. PvP ist erlaubt, aber die Basen kann man nicht kaputt machen zwischen 17 Uhr und 23 Uhr, glaube ich. Das bedeutet also, alle Foundations so sind in der Zeit unsterblich, deswegen müssen wir noch keine Angst haben. Aber in 20 Minuten sollten da Turrets draufstehen, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Die Leute sind schon am Farmen. Uncle Bucky nebenbei erlaubt, deswegen ging das auch recht schnell. Hier unten haben wir erstmal eine Schicht von Pflanzen. Wir haben noch nicht viele Pflanzen. Die dauern hier auch enorm lange auszuwachsen, oben auch. Ihr seht, Turrets ohne Ende gesteckt. Und da fehlen noch Turrets, da fehlen noch einige Turrets. Aber Turrets ohne Ende gesteckt, das hat richtig lange gedauert. Also wir haben hier noch, ich glaube, 14, 15 Stunden nach dem Raid gespielt. Wollten unbedingt die Base safe haben. Ja, so sieht das Ganze aus. Also Turrets, 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 Turrets. Alle sind verschieden eingestellt. Wie die eingestellt sind, sage ich euch nicht. Falls nämlich noch Stream-Sniper oder sonst was da ist, können die, ja, die müssen gucken. Also es ist nicht so einfach. Die sind nicht alle auf das eingestellt, was man denkt. Die sind schon so eingestellt, dass die ein Raid, ein Online-Raid perfekt abhalten sollten. Wie viel Munition da drin ist, verrate ich euch auch nicht, ne? Weil es ist gemischt. Nicht alle sind voll. Deswegen, allein, ihr müsst ja überlegen, allein dadurch, dass wir euch immer, oder dass wir streamen, wissen die Stream-Sniper immer, wo wir am gefährlichsten anzugreifen sind, also wo die schwächste Verteidigung ist, weil wir offenbaren das Innere unserer Base, so, ne? Also, das Innere unserer Base sieht so aus, hier haben wir den Generator, der läuft, den muss man immer wieder mal nachfüllen, hier oben kommen noch 4 Turrets rein, falls sie in die Base reinkommen, kommen 4 Turrets auf dieses schöne Ding, wir haben hier 2 Fabrikatoren, hier 2 Kühlschränke, da werden Sachen gesaved, wie zum Beispiel Raw Primeat, damit wir etwas sofort tamen können. Doro-Kibbel, die ganzen Doro-Eier, alles mögliche Karotten, das heißt, sobald es regnet, sollten wir wieder Kibbel machen. Hier ist noch 2 Lagerfeuer, wir werden aber heute einen Grill hinbauen, eine Smithy haben wir da. Hier stand jetzt alles voller Refining Forge, die haben wir entfernt, müssen wir mal überlegen, was wir stattdessen da reinklatschen. Hier noch eine Chemistry Bank. Da wird dann immer schön das hier produziert, Spark Powder. Die muss man nebenbei ausmachen, weil die kostet enorm viel Gasolin. Dann haben wir ein paar Kisten, die sind leider ungeordnet, da ist alles Mögliche drin. Da ist noch alles Mögliche drin. Warte, ich kann hier mal so machen. Na, machen wir so 15 Stück nehmen wir mit, falls wir was tamen wollen. Ja, hier haben wir noch so ein paar Kisten. Unser stärkstes Rezept kann man nebenbei auch zeigen, und zwar haben wir gestern noch jemanden angegriffen, aber das Rezept sehe ich gerade nicht da. Wo ist denn das Rezept? Ich glaube, das hat schon jemand umsortiert. Ist ja noch besser. Hier muss man einen PIN-Code drauf machen. Die habe ich nämlich gerade erst kurz davor gebaut. Bisschen eng leider. Leider alles bisschen enger. Zack, da ist nichts drin. Zack, da ist auch nichts drin. Okay, wo ist das Rezept? Moment, ich will euch das Rezept zeigen. Da haben wir nämlich gestern, während wir, oder kurz nachdem wir jemanden angegriffen haben,
Haben wir ein Zedück? Da ist es. Da ist das schöne Rezept. Ein Blueprint Accident. Accident, der Accident, weiß nicht, wie man das ausspricht. Crossbow mit 252%, 162 Metall, 800 Fieber, 200 Wood ist super easy herzustellen. Super easy. Packen wir mal hier rein. Ja, das heißt also, wenn die reinkommen, müssen die sowieso die Saves kaputt machen. Dann brauchen die ein bisschen mehr Munition. Fertilizer kann man rausnehmen. Das können wir draußen an die Pflanzen packen. Also bisher sieht die, ist zwar sehr klein die Base, aber bescheiden. Also klein, bescheiden, aber auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also hier haben wir noch ein paar Käferchen. Die produzieren für uns alle 15 Minuten, wandeln die Scheiße um in Fertilizer. Das ist auch gut. Auch mit der sogar Level Up, die immer auf Gewicht skillen, damit mehr Scheiße reinpasst. Hier haben wir ein paar Hühnchen für Doros, also ein paar Doros für Doro-Eier, damit wir Kippel herstellen können. Und die produzieren ordentlich, also sehr, sehr, sehr fleißig. Die kommen auch später alle in den Stall. Wir haben die noch aktuell da, weil der Stall halt, wie gesagt, der wird gestern komplett ausgelöscht. Wollten wir natürlich in der Base noch das haben. Der Stall, sobald der aus Eisen wird, kommen da die ganzen Zuchtdinos hin, das heißt die los und alles mögliche. Dann können wir High-Level-Ankillus tame und so. Dann haben wir hier noch eine Sache. Hier steht nochmal eine große Refining Forge, also Industrial Forge. Die schmelzt Eisen deutlich schneller. Da sieht man auch, ist befüllt immer am Laufen. Und hier ist nochmal ein Generator, der auch nochmal mit dem ganzen Stromnetz verbunden ist. Den lasse ich noch offen, weil hier neben wird auch nochmal eine Refining Forge, also so eine große, nicht Refining, sondern Industrial Forge kommen. Dann haben wir zwei große Forges in einem einzelnen Raum. Hier werden wir noch, ja, werden wir gucken. Hier oben kommt noch eine Etage hin. Was da hinkommt, wissen wir noch nicht. Ist erstmal eine kleine Base, aber ich finde, umso kleiner die Base ist, desto stärker ist die Verteidigung. Weil du hast dann nicht so eine Masse, die du verteidigen musst, sondern du kannst es konzentrieren. Du kannst dich, also die Verteidigung, die konzentriert sich immer auf zwei Punkte. So. Die können meistens immer noch von zwei Seiten angreifen. Hier ist unser Stall, da kann ich ja mal die Dinos zeigen. Also ihr seht schon, Muckmuck 2.0, wieso heißt denn der Muckmuck 2.0? Das war, glaube ich, der Chefsessel. Aber Muckmuck 2.0 ist auch nicht schlecht. Weil wir hatten hier noch gar keinen Muckmuck 1.0. Ich nenne ihn inzwischen immer Chefsessel. So, das ist mein Lieblingsdino. Dann haben wir hier noch Peter Maffei ist am Start. Antis Geier. Amazing. Amazing muss mal den Sattel noch auswechseln. Phenomia, die ist im Kacken da, damit wir die Pflanzen befüllen können. Noch ein paar Petris, die haben wir nebenbei gezähmt, damit wir immer jemanden Petri hat. Quetzel Ankylos sind unterwegs. Sonst haben wir, glaube ich, nichts, weil wir hatten auch einen Biber, wir hatten Trike, alles. Aber leider alles gestorben. Können wir nichts gegen machen. Naja, ich hoffe, die Rundführung hat euch gefallen. Es war jetzt der dritte Tag. Und ja, ich werde mal so alle paar Tage eine Rundführung machen, wenn was Neues ist. Ich denke, wenn der Stall steht, kommt die nächste. Der ist bisher nur zur Hälfte. Der wird natürlich bis ganz nach oben gehen, wegen dem Dino Gate. Wird auch aus Metall gemacht werden. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, peace and out. Bra!